Happy Welcome, meine Lieben. Heute treten wir mit dem Team des Johto Top 4 Mitglieds Melanie. Melanie tritt hauptsächlich mit Unlicht-Pokémon an. Ich glaube, eigentlich war Melanie so konzipiert, dass sie nur mit Unlicht-Pokémon antritt. In der zweiten Generation gab es aber noch nicht genug. Deswegen hatte sie noch mit dabei Gifloor. Und in der vierten Generation im Remake kam dann Kripok mit dazu. Und deswegen haben wir mit am Start Gifloor, Gengar, Kramux, Nachtara, Hundemon und Kripok. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein, gucken, was der Gegner mit dabei hat. Ich bin gespannt. Ja, das Team ist nicht aufeinander gestimmt. Also ich verfolge jetzt mit dem Team keine gezielte Strategie. Ich hatte einfach Bock mal irgendwas und what the hell. Zwei Hearts des Todes, meine Damen und Herren. Ja. Womit liegen wir? Ich würde wirklich gerne mit Kramux liegen. Da wir die Donnerwelle mit dabei haben. Und mit Sträuch kriegen wir die jetzt safe raus. Und das könnte den ein oder anderen Sleeper wehtun. Also der einzige. Okay, zwei Pokémon von ihm fangen die Donnerwelle ab. Ja. Trotzdem lasse ich das so stehen. Ich denke, das ist ganz gut mit Kramux liegen. Eieieiei, Troy Hart des Todes. Bin ich gespannt. Könnte sehr, sehr interessant werden. Wir könnten auch sehr, sehr schnell verlieren. Denn wie gesagt, das Team ist gar nicht aufeinander abgestimmt. Ich hatte Bock, einfach mal so ein bisschen einzelne Sets auszuprobieren, gar nicht mal aufeinander ausgelegt. Deswegen. Wir haben auch diesmal ein anderes Kramux dabei als noch in der Harry Potter Folge. Er leadet mit Dauntfang, das hatte ich schon fast befürchtet. Er wird wohl die Tarnstelle rausbringen wollen. Und ja, irgendjemand, den die Tarnstangen wirklich wehtun. Ja, gut, Hundemann ist da jetzt kein Fan von, aber ansonsten ist das kein Problem. Wir gehen auf den Delegator, den kriegen wir for free raus. Bin ich zu 100% überzeugt, da er die Tarnsteine bringen wird. Er bringt die Tarnsteine. Dann wird er den Turbodreher drauf haben, den Abschlag nehme ich mal an. Und ja, mal gucken. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den Schmarotzer. Ich weiß nämlich nicht sicher, ob er auswechseln wird oder drin bleiben wird, aber egal was er macht, ich glaube, er hat kein Pokémon-Team außer Magiana, den ein Schmarotzer nicht wehtun wird. Ich meine, gut, Domfan jetzt auch nicht unbedingt, da es halt eine sehr starke Verteidigung hat. Wird halt nur dann wirklich wehtun, wenn Domfan, ja, sehr, sehr offensiv ausgelegt ist. Ansonsten halt auch nicht. Er überlegt ziemlich lange. Er ist sich unsicher. Ich wäre jetzt auch auf die Donnerwelle gegangen, aber dass er wechselt, das sehe ich nicht zu 100%. Das wollte ich jetzt nicht riskieren, deswegen dann doch lieber ein Schmarotzer. Ja, sehr gut. Annehmbarer Schaden. Der Abschlag kommt. Das ist okay. Kritkurve. Nichts gut. So, wir bleiben drin und hauen nochmal den Schmarotzer raus. Er wird höchstwahrscheinlich offensiv festgetragen. Abschlag kommt. Abschlag Break ist ein Delegator. Das ist völlig okay für uns. Denn den können wir jetzt nochmal raushauen und können den Schaden, den wir kassiert haben, durch den Delegator im Drew-Ort wieder so ein bisschen negieren. Ich will das Ganze jetzt auf jeden Fall so ein bisschen aussitzen, weil ich gegen das Team definitiv kein Pokémon abdrücken möchte. So. Ward Go. Er bleibt aber auch straight drin. Er will gar nicht aussetzen. Also ich glaube, dass er wirklich Kramux mit Dornfan down kriegen möchte. Und ich wette mit euch, das ist jetzt der Punkt im Game, der am längsten dauern wird, denn alles andere wird sehr, sehr schnell gehen. Er hat ja sehr krasse Pokémon dabei und ja, so, den haut er jetzt. Wir hauen auf jeden Fall Schmarotzer nochmal raus.
Dornfang möchte ich mit Kramus definitiv wegkriegen. So. Das heißt, zwei Schmarotzer brauchen wir noch, dann ist Dornfang Geschichte. Den Abschlag will ich aber auch wohl nicht direkt fressen, weil ich den Evolit auf keinen Fall verlieren will. Na, jetzt überlegt er. Wechselt er vielleicht doch aus? Er wechselt aus. Egal was kommt, der Knacker. Also den Abschlag sehe ich gerne auf Knacker, bin ich ganz ehrlich. Also Schmarotzer. Was rede ich denn da? So. Wow! Also da ist auch gerade die Rauhaut völlig egal. Wir gehen nochmal straight auf den Schmarotzer, selbst wenn er auswechselt. Das ist halt das Ding, ne? Der Schmarotzer macht halt, also ist halt ein physischer Move, aber es wird nicht der Schaden wird ja an deines eigenen Angriffswert gerechnet, sondern an den des Gegners. Und da Knacker einen extrem hohen Angriffswert hat, der Wutanfall, ich weiß nicht, ob Wutanfall jetzt der Play war, also nein, warum definitiv nicht, denn mit Schmarotzer kloppen wir ihn jetzt raus. Wir fressen natürlich nochmal Schaden durch die Rauhaut, aber ja, wir können nochmal safe den Dedigator drücken. Und wenn er wieder in Dornfarm wechselt, breakt er den auch nicht. Das heißt, wir könnten Kramus jetzt wirklich wieder fit kriegen. Ganz interessant. Also ich muss auch gestehen, ich habe Kramus wirklich so mit als stärkstes Pokémon in diesem Set ein, also gesehen. Jetzt wird es interessant. Ich glaube nämlich nicht, dass er weiß, dass Storch gegen Unlicht-Pokémon nicht funktioniert. Genau so sieht's aus. Jetzt gehen wir auf Ruheort in aller Ruhe. Das war nämlich ein Fehler, lieber Benny. Das wusste ich eine lange Zeit auch nicht. Die Fähigkeit Storch funktioniert bei Unlicht-Pokémon. Das heißt, da hast du jetzt so ein, ja, kein Fehler gemacht, kein Missplay, aber wenn man das nicht weiß, dann ist es halt so. Es ist halt selten. Mir ist das selber auch schon mal in einem Turnier passiert. Also in einem ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall in einem Turnier. Ich weiß nicht auf den Namen, wie die Dinger genau heißen. So, er überlegt jetzt ziemlich lange. Ich glaube, er fragt sich jetzt wirklich so, warum Donner wieder nicht gezündet hat. Oder er wird was jetzt machen. Okay, er wechselt aus, perfekt für uns. Relaxo kommt. Und auf Relaxo sehe ich, wenn ich ehrlich bin, die Dings auch ganz gerne. Die Paralyse. So, wir sind quasi wieder voll. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt sowas kommt wie Horter Fluch und so weiter. Gestern ein Turnierspiel gehabt, in dem ich das Set komplett auseinandergenommen habe. War ganz interessant, denn die Spieltage haben halt bestimmte Motti und da war das Motto Monoteam. Ich habe mein Team ja von 5 Minuten zusammengeguckt. Ist das jetzt aber der Play? Dicker, ich habe Schmarotzer. Das heißt, mein Schmarotzer nimmt dich jetzt komplett aus dem Game. Also zumindest ein Relaxo. Wenn du jetzt nichts hast, um einen Delegator zu breaken, dann war das definitiv nicht der Play. Denn mein Schmarotzer wird ja dann auch nur stärker. Und Relaxos hat generell keine gute Verteidigung, deswegen weiß ich nicht. Und jetzt hat er ein Problem. Relaxo ist down, Knackhack ist down. Sieht bis jetzt gar nicht mal so kacke aus. Wir haben den Delegator noch stehen. Er hat nur ein Pokémon, das die Donnerwelle effektiv abfangen kann. Also, bis auf Dornfang wird alles von der Donnerwelle getroffen und genauso wie die Anzüge. Natürlich wird da jetzt der Schmarotzer keinen Schaden machen, aber die Donnerwelle wird uns da auch sehr gut weiterhelfen. Die Frage ist jetzt nur, was sich da reinbringt. Ich warte jetzt erstmal ab, was er einsetzt, wenn er jetzt nämlich eine Feenattacke kommt. Könnten wir Carpel, also Giflor ganz gut einwechseln. Das ist ja mega, weil es obvious, also als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir schon, dass Knackhack nicht sein Mega-Pokémon sein wird. Donnerwelle kommt, Magie spielt, okay? Donnerwelle geht nicht durch wegen Delegator, Steinpolitur.
Und an dem Punkt wird es tricky. Schlafruder wirkt dann halt auch nicht. Ja, jetzt müssen wir echt aufpassen. Ah, das Ding war Fegestein, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, gegen Fegestein habe ich echt nichts am Stissen. Wir gehen auf den Schmarotzer, wir sehen, ob es physisch ist oder speziell. Outspeeden können wir es jetzt eh nicht mehr. Also da lasse ich ihn sich gerne aufsetzen. Gut. Wir bleiben dabei, wenn er sich jetzt nochmal aufsetzt, optimal für uns. Was halt, glaube ich, sich rein rechnerisch gar nicht lohnen würde. Diamantsturm ist eine Gesteinsattacke. Die wird den Delegator auf jeden Fall breaken. Keine Frage. Interessant. Und an dem Punkt wird es jetzt widerlich. Den Delegator nochmal nutzen bringt uns nichts. Steigt die Verteidigung immer? Anscheinend nicht. Okay. Also. So, das ist jetzt schneller als alles, was wir haben. Aber das macht nichts. Wobei es macht schon was, aber vielleicht kommen wir ja durch. Die Anzi plus 2. Ich habe auch leider nichts mit dem Warschau im Spiel. Deswegen bin ich gerade am Überlegen. Wir wechseln in Citara ein. Und Citara hat den. Hat die Z-Psycho-Attacke mit. Die wird jetzt nichts an Schaden drücken, denn das macht Taras eigentlich nur da. Ja, ich hab die Feenattacken vergessen. Komm schon, nach da. Hau rein. Und drück bitte jetzt ordentlich einen Schaden raus. Ah, bitte richtig ordentlich. Ich hab kein Investment, ich hab gar nichts drauf. Also, es wird nicht ziehen, aber Hoffnung ist da, dass er halt in Range kommt, der dann vielleicht der Tiefschlag reicht. Nachtara, holy shit! Ja, ich glaube, damit hat er dann auch nicht gerechnet. Notgewalt kommt, Notgewalt trifft, nimmt Nachtara aus dem Spiel. Ärgerlich, aber so ist das dann halt. Jetzt können wir mit Kripburg an den Start gehen. Pardon. Und gucken. So, ist jetzt die Frage. Wie hoch ist unser Angriff? 158 ist gar nicht mal so kacke. Ich würde sagen, wir gehen auf den Schatten. Ja doch, wir gehen definitiv auf den Schattenstoß statt auf den Tiefschlag. Schattenstoß go, hoffentlich reicht er. Nein! Und er reicht ganz knapp nicht! Ja, Giflor. Gucken wir mal, ob du hier irgendwas überlebst und vielleicht das ganze Spiel umreißen kannst. Wow, ja. Diancie zieht hier ordentlich durch. Also Mega Diancie. Diamantsturm, den müssten wir eigentlich tanken, oder? Den müssten wir. Und wir tanken ihn. Sehr schön, Alter. Die Mega Diancie hat uns jetzt ordentlich Pokémon gekostet. Unfucking fassbar, Alter. Nachteile raus, Kramus raus und Krypto raus. Psyaugen, okay. I see. Da wird jetzt wieder die Donnerwelle kommen. Und deswegen wechseln wir in Hundemon.
Psychoshock. Können wir auch mitnehmen. Gar kein Problem. Okay, ich würde sagen, wir drücken einmal den Reckschmied. Wir haben die Donnerwelle gesehen, wir haben den Psychoshock gesehen. Er wechselt aus, optimal. Drohnenfahren kommt und nach einem Ränkeschmied kann uns Drohnenfahren definitiv nicht mehr gefährlich werden. Also ich glaube nicht, dass Drohnenfahren jetzt eine Finsteraura überlebt, auch von einem plus 2 Mega Hundemon oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Finsteraura, go. Und die reicht. Die reicht definitiv. Selbst mit Offensivweste reicht die. Sehr schön. Na, was kann ich? Sieron kann nicht bringen. Durengard. Durengard könnte für uns nochmal hässlich werden. Aber wir können für Durengard auch hässlich werden. Flammenwurf kommt. Ich habe mich jetzt bewusst für den Flammenwurf entschieden, in der Hoffnung, dass wir, falls es nicht reicht, und es reicht. Jetzt noch die Augen und Schlüssel und das sollte es dann auch gewesen sein. Das ist das, was ich zu Beginn meinte. Also ich glaube, wenn Kramux siegt, wird der Rest des Spiels relativ schnell entschieden sein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das so gut gewinnen. Weil es kann auch sein, dass Psyogon jetzt irgendwas noch am Start hat, was uns komplett aus dem Spiel nimmt. Er probiert es nochmal, er weiß es scheinbar wirklich nicht. Benny, funktioniert nicht, warum nicht Pokémon? Genau deswegen habe ich auch gewechselt. So, und damit gewinnen wir denn tatsächlich gegen ein... Boah, Limit, oder Limit. Auf jeden Fall gewinnen wir jetzt gegen ein Twihard-Team. Ganz geil. Gut gespielt, wirklich. Dein Fehler war, ich glaube, das einzige Manko bei dir war wirklich die Tatsache, dass du nicht wusstest scheinbar, dass Sträuch bei Omnicht-Pokémon nicht funktioniert. Ist halt sehr ärgerlich. Aber mein Gott, so lernt man halt, ne? Dann weiß ich fürs nächste Mal. War geil. Auf jeden Fall, die Yancy hat komplett zerstört. Die Yancy hat, na doch, ich glaube, das halbe Team auseinandergenommen. Kramox nach Tarom, ja, drei Pokémon aus dem Spiel genommen. Heftig auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich doch auf auf Tiefschlag gehen sollen. Wobei ich nicht weiß, ob sich das rentiert hätte. Schattenstufe an neutralen Stärke von 40 kommt durch den Step auf 60 Tiefschlag. Eine Stärke von 80 wird halbiert aufgrund der Nicht-Effektivität. Aber kriegt auch nochmal Step. Sehr gut, ich hätte dann doch wirklich auf Dienst gehen sollen. Ich habe den vergessen, den 50% Step auf Tiefschlag aufzeichnen, aber ist ja auch völlig egal, hat ja auch so funktioniert und ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Leute, liken, abonnieren, die Stars, ihr wisst, wie der Hase läuft und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr Bock habt, ich weiß nicht mit welchem Team, aber lasst euch überraschen, also Montag bis Freitag, geht's geschafft.